Ja, gegen 18.45 Uhr hat hier ein Kühl-LKW aus Gütersloh vor dem Stau, der sich aufgrund einer Baustelle gebildet hatte, gestanden. Ein nachfolgender Containersattelzug ist mit relativ hoher Geschwindigkeit, so wie das Schadensbild es vermuten lässt, auf den LKW aufgefahren. Der LKW-Fahrer hat noch versucht, nach links auszuweichen. Das ist ihm nicht ganz gelungen. Daraufhin ist er dann eben mit dem Sattelauflieger zusammengestoßen. Seine Zugmaschine ist sehr stark deformiert. Der Fahrer hat unheimliches Glück gehabt und konnte mit relativ leichten Verletzungen aus dem Fahrzeug, wo es zuerst den Anschein hatte, dass er eingeklemmt wäre, geborgen werden und ist mit einem Krankenwagen nach Wildeshausen ins Krankenhaus gekommen. Seit dem 14.04. werden hier Betonplatten saniert und seit dieser Zeit haben wir auch immer wieder Staulagen hier, teilweise in beide Fahrtrichtungen, sowohl Hamburg wie auch Osnabrück. Und das führt dazu, dass obwohl Stauwarnschilder in ausreichender Zahl aufgestellt sind, es immer wieder einzelne Kraftfahrer gibt, die dennoch aufs Stauende auffahren.